herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, und wir sind schon hier, haben schon mal die... Wir schlagen heute das Kraut. Du schlägst das Kraut und ich probiere zu ernten. Irgendwie sehe ich keine Kartoffeln, komisch. Ah, doch, geht. So, wird eine ganze Weile dauern, bis wir hier durch sind. Aber so ist es halt in der Landwirtschaft. Weil viel mehr Geld wie für den kleinen Dinger hier haben wir nicht. Ja, es gibt auch nur den kleinen. Ne, den Polmer. Halt ne, das ist der... Keine Ahnung, wie der heißt. Aber der Vollernter. Ja, aber den können wir uns ja nicht leisten. Ja. Deshalb, gucken wir, machen wir das Beste draus. Manchmal fahre ich auch was platt, wenn ich zu enge Kurven fahre. Warum? Hä? Ich dachte, du hast Pflegebereifung drauf gemacht. Ich sollte auf deinen Pflegebereifung drauf machen. Auf deinen natürlich auch. Ach so. Aber wenn die Pflegebereifung erst dann zählt, wenn es Kraut, wegen Kraut, dann ist es ja egal. Also wenn die Kartoffeln an sich keine Beschädigung kriegen, kriegen sie ja nicht so, wie es aussieht, dann passt sie. Ja, ich mach das jetzt. Jetzt darfst du nicht sagen, ich arbeite nicht. Nein, alles gut. Nicht so wie letztes Mal. Letzte Session war ein bisschen chaotisch. Aber war funny. Muss man schon dazu sagen. Hoffe ich doch. Wenn ich gleich schon hier vorbeikomme, kann ich noch was ganz Wichtiges erledigen. Ja, mir ein Gewicht mitbringen. Das nicht. Doch, bitte. Das grüne, ja. Fendgewicht. Mhm. Du wirst sehen, wie neu mein Messi Ferguson gleich aussehen wird. Ja, du musst sowieso noch alle reparieren, gell? Reparieren? Oh. Alle Fahrzeuge reinigen, oder nicht? Das ist noch nicht entschieden. Ach so. Das Schade. Ist ja noch nicht fertig. Also entschieden worden. Ich meine, schon diesen Lückfix. Reparieren kann ich, soll ich den auch reparieren? Ne, gib mal Gas hier. Ich stehe schon wieder und kann nichts arbeiten. Hat sogar 1000 Euro gekostet. Ich kann nicht arbeiten, weil du nicht da bist. Ja, ich war eher so schnell wie möglich. So. Stimmt, wir mussten. Hast du mal gecheckt in der neuen 1.4 Patch vom LS? Nein. Ob da die Produktionen da sind, das war ungeschickt. Das hätten wir vorher machen sollen, haben wir aber vergessen. Weil im Moment ist die Schweinefutterproduktion und alles ist nicht da. Die Wertemixer. Ah ja. Danke für das Gewicht, gell? Kacke. So dringend? Ne, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten. So. Ich hoffe mal, dass ich hier alles mitnehme. Ich finde, die Arbeitsbreite sieht man so schlecht bei dem Kartoffelernte. Mhm. Da hast du auch recht. Was ist denn deine Arbeitsgeschwindigkeit? 10. 15, 0. Man sieht auch die Kartoffeln so schlecht. Sieht nur gut, wenn das Feld abgearbeitet ist.
Oh, hier liegen ja noch ein Haufen Bäume rum. Ich glaube, die hast du geerntet, oder? Ja. Sieht seine Fallrichtung. Alle kreuz und quer. So. Tempomat. Machen wir gerade den Feldrand voll fertig. Weil da bin ich ja auf der anderen Seite nicht hingekommen. Ach, ich bin schneller als du. Ja, wenn du 15 fährst, würde ich schon sagen, ja. Logische Schlussfolgerung. Jo. Aber du siehst überall, wo die Halme noch rausgucken. Da ist noch nicht geerntet. Die kleinen Stoppeln, meinst du? Ja, Stoppeln. Ja. Ja, ich probiere mal irgendwie eine Richtung hinzukriegen, dass es einfacher wird. Und was kann ich machen, wenn ich fertig bin? Das müssen wir dann gucken. Was dann anfällt, vielleicht den Mist nochmal hochfahren zu den... Ich glaube, da haben wir jetzt noch nicht so viel. Gewächshäusern. Die Käse haben wir auf jeden Fall in der Produktion. Ja. Da waren noch 2000 Liter Milch vorhin drin. Dann schaue ich da zuerst gleich nach. Ja. Also erst arbeite ich fertig. Ansonsten bei den Schafen. Liebe Zuschauer, wenn ich nicht weitermache, kriege ich Ärger von Varuna. Wo er recht hat, hat er recht. Ich sag nur die Wahrheit. Ja, ich unterstütze deine Aussage. Ja. Ist ja auch richtig so. Ja, wir müssen nämlich hier ein bisschen schon ranklotzen. Also wir müssen uns auf jeden Fall noch ein zweites Feld organisieren. Können wir Kredit aufnehmen? Ich glaube nicht, gell? Doch, können wir. Klar können wir das. Wir haben, glaube ich, Kredit, oder nicht? Ja, aber nur 250.000. Wir können bis zu 500.000 aufnehmen. Sorry. Okay. Wir bräuchten schon noch ein zweites Feld. Wir verdienen zwar mit den Produktionen im Moment Geld, aber das ist nicht jetzt so viel. Wo sollen wir dann die Kartoffeln erstmal hinpacken? Das wir ist die haben andere Frage. Beim Silo haben wir ein Lager. Hinten. Da ist ein Kartoffelbunker. Ja. Das ist hier alles auf der Map vorgebaut. Ja. Sonst hätte ich noch ein passendes Lager als Mod. Ja, im Moment nicht vonnöten. Vielleicht brauchen wir es irgendwann. Jetzt fahre ich noch ein bisschen Vorgewende hier. Da hast du noch ein bisschen was stehen lassen und ich denke, das ist egal. War noch kurz zurück, dann kannst du es. Ja, kann ich nachher noch. Wenn es noch da ist. Bäume fällen könnten wir auch nochmal. Mhm. Aber nicht den schönen hier in der Mitte da. Nee, den lassen wir stehen, der ist sowieso schlecht transportieren. Ist eh so ein schlechter Baum. So ein krummer Baum. Bei uns gibt es einen Baum, der hat einen Umfang von 7,10 Meter. Da war ich vorgestern. Hm? Das ist eine richtig fette Eiche. Wie alt ist die? Weißt du es? Keine Ahnung, aber stell dir mal einen Umfang von 7,10 Meter vor. Ja, das ist riesig. Und die Baumkrone ist auch mega. Die ist überall abgestützt, weil sonst die Äste runterkrachen würden. Oha.
Oha. Oha. Also er muss schon ein paar hundert Jahre alt sein. Ja. Es können nicht nur 20 Jahre oder so sein. Nope. Geht nicht. Könnten auch mal Baumwolle anpflanzen. Wow, weißt du, wie viel die Miete davon kostet für den Ernter? Ach ja, komm. Da haben wir keinen kleinen Ernter von. Nur den riesigen. So, ich hoffe mal, dass das passt hier mit der um die Ecke fahren. Sollte. Hm? Sollte eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir hier die Bäume voll abgeerntet haben, haben wir da noch ein bisschen mehr Platz, um noch andere Sachen anzupflanzen. Ja, wir könnten dann ja auch mehrere Felder draus machen und nicht nur ein großes. Ja, wäre auch möglich. Wobei ich jetzt hier, also was braucht man denn für verschiedene Früchte im Moment? Hauptsächlich um Geld zu verdienen, was? Ja, Raps, Soja, Was haben wir auf dem anderen drauf? Soja, gell? Weizen. Weizen. Das wollten wir eigentlich für den Seedmaster, glaube ich. Oder? Nee, das war für den Getreideschrot. Ach, ich bin voll, verdammt. Ja, stimmt. Naja, werden wir erstmal einlagern. Und als nächstes müssen wir dann halt was was anpflanzen, was halt viel bringt an Geld. Also wenn du fertig bist, kannst du erstmal wahrscheinlich den Traktor wegfahren, den Anhänger entleeren fahren. Wieso? Auch da müsste schon einiges voll sein. Wie viel passt denn dann rein? Bei mir waren, oh Gott, gerade vergessen. Gerade drauf geguckt, habe schon wieder vergessen. Naja, alter Menschen, ne? Warte, ich guck mal, was bei 10% drin steht. Ich glaube 8000 passt rein. Ja. 5% waren 500. Also 10.000 sind schon drin an Kartoffeln. Dann kann ich den ja oder ja, dann kann ich den Krautschläger jetzt schon zurückgeben. Ja. Ist alles nur gemietetes. Hm? Das war die Mietkoste für die Stunde. Ach stimmt, ich habe die Zeit nur auf 1 laufen. Soll ich das lassen? Lass doch erstmal. Sonst Da zahlen wir brauchen wir uns an der jetzt nicht Miete drüber. tot. Genau. Und dann bringe ich den wieder hoch zu dir und dann schaue ich nach dem Käse. Kannst gleich wahrscheinlich den Laden befüllen. Und mal auch mal gucken, was der Preis gerade ist. Warum fahre ich eigentlich in den Hof rein? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Das Ach wird man da. eine ganze auf der linken Seite. Ja, ich habe es gesehen. Da muss man aber, glaube ich, extra abklicken. Also Steuerung I. Ja. Oder Ja, guck mal, ob es sorry. ins Silo reingeht. Nee, geht nicht. Ich bin gerade eben drüber gefahren. Ah, ja. Ich war es aber so nicht. Wie viel war denn jetzt drin im Anhänger? 13.000. 63%. Okay, 13.000. Da kriegen wir fast 100.000 wahrscheinlich hier raus.
Also so von den Kartoffeln ist. Wird schon einiges sein. Ja. Es wird ein Spaß, sie dann wieder rauszuholen. Ja, das geht schon. Wir könnten auch das Ding dann nehmen. Was? Das Autoload Förderband. Ja. Könnten wir auch. Da Ah, wir geht ja dann. können es nur. Wir machen es nicht. Das wäre ein bisschen Ich unrealistisch. habe gerade gemerkt, ich hatte keine Musik an. Ich auch. Stimmt. Danke. So. Gut, aber dann war es das von der heutigen Folge. Jo. LS19 Hofbergmann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Und bis morgen. Ciao. Ciao.